Sicherheitssprecher Peter Bilz von den Grünen. Ja, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Wenn der Kollege Dahmann sich in Wien so fürchtet, wenn er meint, dass Wien wirklich eine derart unsichere Stadt ist, dann soll er Belege vorlegen und dann fragen wir die Frauen und dann fragen wir das Innenministerium und dann reden wir mal offen über das, was am Brunnenmarkt passiert ist. Seit Jahren wissen Polizei und weiß der Staatsanwalt, dass ein gefährlicher, menschenbedrohender Mann zunehmend verwahrlost sich durch die Straßen Otterkrings treibt. Der war längst da. Sie können Zäune an den Grenzen errichten, so viele Sie wollen. Der war längst da. Und hätten Polizei und Staatsanwaltschaft das getan, was ihre Pflichten sind, dann hätten sie diese Frau geschützt vor jemandem, der offensichtlich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit war. Und dann erwarte ich mir vom Innen- und vom Justizminister, uns zu erklären, warum Menschen in Wien vor offensichtlich gefährlichen und in dem Fall völlig verwahrlosten und zum Teil im Stich gelassenen Menschen nicht geschützt werden. Wir haben ein Recht, das zu erfahren. Und wir haben auch ein Recht zu erfahren, warum zwar wahrscheinlich das Innenministerium zu Recht sagt, die Zahl der Vergewaltigungen ist in den letzten Jahren nicht gestiegen, aber sie ist auf einem besorgniserregend hohen Stand nach wie vor. Und man kann, meine Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, nicht einerseits zu Recht die Übergriffe von Seiten einzelner Flüchtlinge und Asylwerber verurteilen und hier scharfe Maßnahmen fordern. Und andererseits dann, wenn und die Mehrheit der Opfer finden sich nach wie vor im familiären und beruflichen Umfeld und nicht im Bereich von Asylwerbern. Wenn dann zum Schutz der Frauen Frauenhäuser gebaut werden, treten Freiheitliche auf und verlangen, dass es keine öffentlichen Unterstützungen für diese wichtigen Schutzeinrichtungen für bedrängte und misshandelte Frauen gibt. Und das finde ich schäbig. Das finde ich menschlich und politisch schäbig. Wären Sie eine Inländerpartei, dann würden Sie sich auch um die inländischen Opfer, um die Frauen kümmern. Das sind Sie nicht. Sie sind nur eine Anti-Ausländerpartei, aber keine Inländerpartei. Wir schützen alle Opfer, egal von wem sie angegriffen werden. Schreiben Sie sich das einmal in Ihr blaues Stammbuch. Und wenn der nächste Täter sich zuerst mit seinen Freunden betrinkt und dann, und das ist gerichtsnotorisch erklärt, jetzt brenne ich an eine Aufi, das Kleinkalibergewehr holt, auf eine Schülerin, auf eine 13-jährige Schülerin schießt, die schwer verletzt zusammenbricht und heute noch gesundheitliche Schäden hat, dann wird er zu Recht vor Gericht gestellt, zu Recht verurteilt. Aber den können wir nicht abschieben. Der war damals ein freiheitlicher Gemeinderat und kein Asylwerber. Und das macht den Unterschied auf. Vor dem Gesetz sind alle gleich und bei derartigen Straftaten verlangen wir ein scharfes, klares und rigoroses Vorgehen der Strafjustiz. Da gibt es doch überhaupt keine Frage. Und wenn Asylwerber zu uns kommen und Flüchtlinge zu uns kommen und unseren Rechtsstaat nicht akzeptieren und die Rechte der Frauen nicht akzeptieren, dann hat der Rechtsstaat darauf klare Antworten. Und da soll sich niemand Illusionen machen. Da gibt es keine Spezialnachsicht. Da gibt es die Klarheit und die Strenge des Rechtsstaates. Und keine Religion, keine Herkunft und kein Fluchtgrund ist hier eine Entschuldigung. Aber wenn wir vorbeugen wollen, dann müssen wir wissen, wer oft diese jungen Männer sind, die zu uns kommen. Schwer traumatisiert, ohne Traumabehandlung, im Stich gelassen, tickende Zeitbomben. Wir müssen aufpassen, wenn die schon da sind, dass nichts passiert und uns rechtzeitig darum kümmern, um den Täter, jetzt Täter am Brunnenmarkt, um manche schwer traumatisierten jungen Männer, die aus Kriegsgebieten kommen. Ihre Taten entschuldigen überhaupt nichts.
Überhaupt nichts. Ich will, dass sie alle vor Gericht gestellt werden, wenn es der Rechtsstaat so vorsieht, verurteilt werden, ihre Strafe verbüßen und dann abgeschoben werden. Und mir tut es leid, dass es manche gibt, bei denen der letzte Schritt nicht möglich ist. So, aber Prävention ist das Allerwichtigste. Und wenn wir das nicht schaffen, trotz freiheitlicher Partei, und wenn wir nicht den Schutz aller Frauen schaffen, trotz und gegen die freiheitliche Partei, dann lassen wir nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch die Menschen im Stich. Und dazu sind wir Grüne mit Sicherheit nicht bereit. Peter Pilz dekliniert der FPÖ seine Meinung und es ist stellenweise mucksmäuschenstill im Saal.